Hey, Ophelia. Vivian, was machst du denn hier? Hast du keinen Kalender? Ich hab doch Sommerferien. Ja, aber es muss doch irgendeinen Anlass geben. Ist meine Schwester zu Besuch nicht Grund genug? Du weißt doch, wir haben uns seit der Beerdigung nicht mehr gesehen. Ja. Ja, ich wollte nicht. Alles gut, ich mach doch nur Quatsch. Ich hab hier was, was dich vielleicht ein bisschen aufheitern könnte. Na, dann komm rein. Wenn das mit dem Buch wirklich klappt, dann könnte ich seit langer Zeit wieder glücklich sein. Heißt das, du erklärst dich bereit, die Geschichten von Papa zu illustrieren? Na, wenn sie so gut sind, wie du sagst, natürlich. Das sind sie wirklich. Ich glaube, es ist das Beste, was Papa je geschrieben hat. Also, schon krass irgendwie, dass er am Sucht noch so schreiben konnte. Also, ich meine, die Geschichten sind total wirr und unzusammenhängend, aber irgendwie sind sie echt. Glaubst du, es ist der Traum eines jeden gescheiterten Künstlers, nach dem Tod noch berühmt zu werden? Von Papa bestimmt. Hast du denn schon alle Geschichten gelesen? Fast alle. Also ich meine, es sind ja nur Fragmente. Aber ich habe mir schon einen Titel überlegt. Und wie soll es heißen? Avalon. Weil es darum geht. Es geht um die Geister und die vielen Welt der Kelten. Und wie stellst du es dir vor? Avalon? Na, wie soll ich es mir schon vorstellen? So wie Papa es beschrieben hat. Wie eine Insel im Nebel mit Apfelbäumen. So ein bisschen wie den Garten Eden. Das wird wie früher. Passt. Früher hat Papa seine Geschichten immer selbst zusammengefasst. Aber jetzt mach ich's halt. Und du meinst die Bilder. Also, worauf trinken wir? Auf Posthum und Ruhm und darauf, dass Papa bei uns ist. Und Mama. Und Mama. Oh, ich glaube, die gefällt dir besonders gut. Warum das? Naja. Du magst die Gruseligen noch immer am liebsten. Ja, das kann ich kaum abstreiten. Okay, pass auf. Ich lese sie dir vor, so wie Papa früher immer. Kannst dir schon mal ein paar Bilder überlegen. In den alten Tagen, als die Menschheit noch jung war, ging ein Mädchen in den Wald, um Beeren zu sammeln. Sie war so hungrig, dass sie nicht erst zu ihrer Mutter nach Hause brachte, sondern schon im Wald begann, sie sich in den Mund zu stopfen. Als man sie mit vom Beerensaft verschmiertem Mund im Moos liegend fand, hielt man sie für eine Leiche und legte sie in ein Hügelgrab. Doch sie war lediglich scheintot und erwachte in der vollkommenen Dunkelheit unter der Erde. Sie schrie sich die Kehle wund nach Hilfe, doch niemand konnte sie hören. Es tropfte Wasser von der Decke, sodass sie nicht verdurstete, aber die Dunkelheit und der Hunger machten sie wahnsinnig und nach einer gewissen Zeit existierte nur noch die Schwärze für sie. Keine Zukunft oder Vergangenheit. Und ihr gequälter Verstand begann Gesichter zu sehen und Stimmen zu hören. Irgendwann begann sie sich selbst aufzufressen und an ihren Fingern wie an rohen Hühnchenschenkeln zu nagen. Nach Wochen starb sie endlich am Mondbrand. Aber da ihr Tod so langsam und schmerzhaft war und sie die ganze Schöpfung begann zu hassen, wurde ihr der Eintritt nach Avalon verwehrt. Man behauptet, sie spuke noch immer durchs Moor. Ein Monster auf der Suche nach Wanderern und am liebsten Kindern. Um seinen unstillbaren Hunger zu tilgen. Was genau magst du eigentlich am Zeichnen? Was fragst du denn da mich? Da gibt's doch bestimmt endlos viele Essays drüber. Ja, aber ich will's ja von dir wissen. Also ich glaube, dass es einfach bei mir von vornherein so ist, dass wenn ich mir eine Geschichte ausdenke, dann entsteht die einfach gleich in Form von einem Bild und nicht in Form von Worten. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel schaust, würde ich sagen, dass das Licht so die Stimmung ist und Farben wären dann Emotionen.
Und die kleinen Details, die formen dann einfach die Geschichte. Mhm. Und das hat man ja alles schon so oft gehört, aber für mich sagen einfach Bilder manchmal mehr als 1000 Worte. Vielleicht magst du ja einfach lieber ein Gefühl beschreiben statt einer Geschichte. Oder eine Stimmung. Es ist nicht so, dass ich dich gerne was erzähle, aber manchmal sind Worte für mich einfach zu langsam. Was wollen wir heute Abend machen? Ich meine, wir können ja vielleicht irgendwie deinen Freund einladen und wir kochen was oder so. Wir sind nicht mehr zusammen. Was? Magst du vielleicht drüber reden? Besser nicht. Soll ich die Pilze mit in die Suppe? Besser nicht, außer du magst high werden. Sind das? Ja, das sind psychedelische Pilze. Hast du die schon mal genommen? Ja, schon oft. Und? Wie war's? Na, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Wieso? Ich bin da im Herbst auf den Berg gegangen, habe mich auf diese Lichtung gesetzt und irgendwie hört man dann einfach alles viel genauer. Also zum Beispiel das Rauschen vom Wind oder das Plätschern vom Bach oder auch die Vögel. Und irgendwann haben einfach dann die Berge angefangen zu atmen und die Blumen so zu pulsieren, als hätten sie ein Herz wie ich. Und das war alles? Nee, du kannst es dir irgendwie so vorstellen, wie als wir als Kinder draußen im Wald gespielt haben. Also es war einfach alles wie so ein Märchen. Man hätte sich wirklich vorstellen können, dass da gleich eine Hexe aus dem Wald kommt und die Bäume Gesichter haben und einfach die Waldgeister die ganze Zeit um einen rum sind. Also für den Moment war es für mich so, als wären die Geschichten von Papa einfach alle wahr. Aber hattest du keine Angst? Was wovor denn? Wahnsinnig zu werden. Ich habe mir doch alles Schreckliche schon im nüchternen Zustand gedacht. Eben. Du bist doch nüchtern schon so kreativ. Ich meine, was ist, wenn du dich in deinen Wahnvorstellungen verlierst und du nicht mehr rauskommst? Also ich hätte nichts dagegen, öfter mit Feen zu sprechen. Und wenn es irgendwann nicht mehr Feen und Ents sind? Was, wenn du irgendwann anfängst, das Mädchen aus dem Hügelgrab zu sehen? Hey, was ist denn los? Die Geschichte mit dem Mädchen aus dem Hügelgrab. Die lässt mich irgendwie nicht mehr los. Wieso? Du malst ja schon lange andere. Ich weiß auch nicht. Die ist irgendwie anders. Dieses Mädchen ist für mich so wie die ganze Welt. Gefangen im dunklen Universum, hat sie so viel Angst davor zu sterben, dass sie sich lieber selber auffrisst. Mhm. Ich weiß einfach nicht mehr, ob das mit der Schöpfung wirklich so eine gute Idee war. Aber es ist doch nur eine Geschichte. Nein, es ist eben nicht. Die ganze Zeit passieren auf der Welt so schreckliche Dinge. Und dann frage ich mich, ob meine Existenz, das Leiden von diesen ganzen Leuten, dich wert ist. Beruhig dich mal. Ich meine, klar, Papa ist gestorben. Aber ich komme doch auch irgendwie damit klar. Unsere Eltern. Wie auch immer. Ophelia, ich
glaube, du solltest dir wirklich Hilfe suchen. Weißt du, was ich mir in diesen dunkelsten Stunden denke? Vielleicht ist Papa wirklich nach Avalon gegangen. Alles wird gut. Aber wie denn? Ich will einfach, dass die Welt immer so märchenhaft wie ein Pilzrausch ist. Warum trinkst du wieder? Vielleicht ist es der einzige Weg, um keine Angst zu haben. Hey, aber ich bin doch bei dir. Naja. Bis jetzt hast du mir nicht wirklich geholfen, diesen ganzen Horror hier zu ertragen. Horror? Welchen Horror? Die Welt kommt mir einfach nicht wie ein besonders netter Ort vor. Wenn sich alle Tiere und Pflanzen die ganze Zeit gegenseitig umbringen und auffressen. Klar, das ganze Zeug mit der Massentierhaltung und so ist jetzt vielleicht nicht Gott gewollt, aber dass es Raubtiere generell gibt, das war doch schon immer so. Wenn du ein Reh wärst, bist du lieber vom Wolf gefressen oder vom Jäger erschossen. Es geht mir nicht darum, dass die Menschen schlecht sind, sondern die ganze Welt. Ophelia, schau dich doch mal hier um. Die Welt ist wunderschön. Ich sag ja nicht, dass es nicht irgendwie ästhetisch ist. Ja, das ist auch jede Atombombe, wenn man sie von weiter weg betrachtet. Wenn du mit deinem Freund genauso geredet hast, weiß ich langsam, warum er Schluss gemacht hat. Das, was ich vorhin gesagt habe mit Avalon. Ich glaube das wirklich. Was meinst du? Ich war schon mal in der Geisterwelt. Als ich Pilze genommen habe. Ja, aber das war nur Einbildung. Nein, war es nicht. Die Menschen nehmen diese Drogen seit Tausenden von Jahren, um den Schleier zwischen Leben und Tod zu durchbrechen. Das sind nette Geschichten. Aber du kannst doch nicht wirklich glauben, dass die wahr sind. Doch. Doch, das tue ich. Und Papa hat es auch. Wie hat er uns all diese Geschichten geschrieben? Ophelia! Papa hat sich zu Tode gesoffen. Und dir passiert das auch, wenn du nicht bald hier rauskommst. Merkst du nicht, dass du wahnsinnig wirst? Weißt du, was ich glaube? Dass dein Bewusstsein einfach nicht auf so einer hohen Ebene ist wie meins. Und weißt du, was ich manchmal glaube? Dass du geisteskrank bist. Aber wie könntest das auch sein? Wie könntest du sonst damit leben, dass du unsere Mutter umgebracht hast? Ich habe unsere Mutter nicht umgebracht. Sie ist bei deiner Geburt gestorben. Und manchmal glaube ich, dass ich glücklicher wäre, wenn es dich gar nicht gäbe. Und dann hätte ich auch noch beide Eltern. Warum beide? Wenn Mama nicht gestorben wäre, wäre Papa niemals Alkoholiker geworden. Und ich wäre nicht so traurig. Weißt du was? Manchmal hasse ich dich einfach so sehr. Oh, my God.
schrecklicher Ort. Aber ich hab doch immer noch die Geschichten und Kunst und vor allem dich. Mit dir zusammen ist es nicht ganz so schlimm. Liebe Vivien, ich habe deine Leiche im Moosbett schlafen lassen. Bald kommt der Herbst und du sollst den Füchsen und Krähen als Nahrung dienen. Als letztes Festmahl vor dem Winter. Im Frühling sind dann deine Knochen gebleicht und in deinem Brustkorb können so lange Bodenbrüter nisten, bis die Erde auch deine letzten Knochen gefressen hat. Und dann endlich werden Blumen sprießen. Ich stelle es mir schön vor, dieses Bild. Auch wenn ich es wohl nicht mehr sehen werde. Eine Vogelmutter, die in einem Skelett ihre Jungen füttert und um sie herum die ersten Knospen. Ich glaube, dass ich deine Leiche nicht mehr besuchen werde, denn sie träumt wahrscheinlich schon. Aber ich werde an den Gewässern und Höhlen warten, denn dort sind die Nebel zum Totenreich besonders dünn. Und vielleicht kann ich dich da noch einmal treffen. Lebtest du noch, würdest du mich wohl verrückt nennen. Aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass du in der Stadt beerdigt wirst. In dieser Hölle aus Metall und Beton. Nein, du sollst zu dem Wald werden, den wir beide so sehr liebten. Ich wollte dir noch sagen, wie leid mir alles tut, aber ich glaube nicht, dass Worte das können. Ich hab dich so lieb, kleine Schwester. Bald werden wir uns wiedersehen. Aber dann sind wir keine Menschen mehr, sondern Feen. In Avalon. In Liebe, Ophelia.
Ophelia. Komm zu mir. Komm zu mir. Ophelia, ich brauch dich. Ich will nicht alleine sein. Wurdest du nicht von den Krähen gefressen? Mein Körper vielleicht. Aber meine Seele ist im See. Komm zu mir. Ophelia, komm ans Wasser. Die Geschichten, an die du geglaubt hast, sie sind alle wahr. Komm zu mir. Ich brauch dich. Ophelia, ich liebe dich. Ich brauch dich. Komm zu mir. Ophelia. Ich bin nicht alleine. Komm ans Wasser. Komm zu mir. Komm zu mir. Ophelia, komm zu mir. Ich will nicht alleine nach Avalon.